NATO-Chef Jens Stoltenberg hat davor gewarnt, dass der Ukraine bald die Munition ausgehen könnte. Der Krieg in der Ukraine verschlingt eine enorme Menge an Munition und erschöpft die Vorräte der Verbündeten, so Stoltenberg. Laut einem NATO-Bericht feuern die Ukrainer jeden Tag zwischen 5.000 und 10.000 Schuss Artilleriemunition ab. Zudem fliegen täglich rund 140 Haubitzengeschosse in Richtung russischer Stellungen. Das Produktionstempo in den Ländern der NATO könne nicht mit dem Bedarf der ukrainischen Armee Schritt halten. Unterdessen schwinden die Vorräte der NATO nach und nach. Stoltenberg forderte daher, dass die Rüstungskonzerne ihre Herstellungskapazitäten ausbauen und von den NATO-Staaten dringende Lieferverträge abgeschlossen werden. Darum kümmern wir uns schon seit dem vergangenen Jahr. Denn wir haben den gewaltigen Bedarf der Ukraine zunächst nur aus unseren Lagern gedeckt. So können wir aber nicht weitermachen. Wir müssen mehr produzieren, forderte der NATO-Chef.